Habe die Ehre miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weiderk, den Demirdergs aus Mittelfranken. Heute, den wir putzen. Servus miteinander. Heute geht es ums Putzen. Wir haben eine, ja, und über die Jacks geht es auch noch. Wir haben eine Putzstunde hier bei der Mama in der Waschküche. Hier wurden früher die Schweine geschlachtet. Zeige ich euch dann nochmal. Also für die eigene Ausschlachtung. Was mache ich hier eigentlich? Ich mache unsere neue Reifemethode sauber. Heute war das letzte Mal das Fernsehen da. Und wir haben quasi unser Fleisch, das wir vor 5 Wochen geschlachtet haben, ausgepackt und eingepackt. Und ist jetzt dann auch fertig. Wenn ihr das seht, ist es schon abgeholt. Aber wir haben immer noch ein paar Braten, sind noch übrig. Gulasch, Hackfleisch. Wer noch was will, bestellen. Bescheid geben. Wir sind durch mit dem Fleisch. Fernseher war da. Die haben auch noch mal die letzte Aufnahme gemacht. Bin ja auch froh, dass das rum ist. War schön, aber ich bin echt froh, dass es rum ist. Und da haben wir ja unsere neue Reifemethode. Jetzt mache ich das noch sauber und dann erkläre ich das einmal. So. Schaut her. Der Name ist Programm, Hersteller Peyer, Norbert Peyer. Achtung, Schleichwerbung, aber ich habe nichts geschenkt gekriegt. Die Dinger sind schweineteuer. Glaubt man gar nicht bei so Boxen. Aber ist ja sensibel, soll ja alles passen, soll ja alles funktionieren. Warum haben wir das? Also grundsätzlich, jedes Fleisch muss nach dem Schlachten reifen. Ne? Das ist beim Schweinefleisch so und auch beim Rindfleisch natürlich. Rindfleisch nur ein bisschen mehr, weil es doch ein bisschen zacher ist als jetzt ein Schwein beispielsweise. Und wir haben ja mit den Yaks, es gibt ja verschiedene Reifemethoden. Es gibt das, ich meine, das ganz normal abhängen nach dem Schlachten, das haben wir schon auch immer gemacht. Das kann man bis zu 14 Tage machen bei bestimmten Rassen, wenn nicht sogar länger. Aber dazu brauchst du ein bisschen Fettschicht. Das haben die Yaks nicht, deshalb so dieses Abhängen müssen wir ein bisschen kürzer machen. Das machen wir vielleicht immer 7 Tage oder so, aber länger nicht. Und dann muss es natürlich trotzdem noch reifen. Dann kannst du das Dry-Agen, das Bekannte der letzten Jahre, in irgendwelchen komischen Schränken. Ja, ist verdammt lecker, ist echt gut, ist aber was viel Geschmack mitbringt. Also das bringt Fremdgeschmäcker mit rein. Da passiert was, dass das Fleisch auch geschmacklich verändert. Ist nicht verkehrt, ich will aber das Jagdfleisch haben, den Geschmack vom Jagdfleisch. Deshalb bleibt mir nur die Nassreife. Die Nassreife, die klassische, ist eigentlich nach dem Schlachten, nach den 7 Tagen abhängen, portionieren in größtmögliche Teile, das dann in Vakuumbeutel einschweißen und bei nicht mehr als 2 Grad, je nachdem wie man will. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal 4 Wochen drin gelassen, geht alles. Dann packst du das aus, portionierst es fein, verpackst es in Verkaufsgrößen und fertig. Hatten wir jetzt so bisher immer gemacht. Das ist das, was ich machen muss, weil man nicht viel anders übrig bleibt. Aber dieses Nassreifen ist okay, hat aber Risiken, weil ganz viel Fleischsaft, also es entsteht da drin ganz viel Milchsäure, das ist auch vollkommen okay. Fleischsaft tritt aus und dadurch kann das dann danach auch ein bisschen einen Fremdgeschmack haben, dass es ein bisschen ins säuerliche, metallische geht. Du hast auch ein bisschen Flüssigkeitsverlust natürlich, was aus den Zellen austritt. Kann dann zur Folge haben, dass das Fleisch einfach ein bisschen kleiner wird in der Pfanne, als es vorher war. Das ist aber da noch nicht so, also gibt es schlimmere Dinge. Und jetzt bin ich dann auf das hier aufmerksam geworden, diese Peyer Aging. Da drin wird, also krass, das sollst du am besten gleich Schlacht warm machen, beziehungsweise wenn die Fleischbeschau rum ist, zerlegen. Kannst du auch schon weiter zerlegen, schon fast fertig zerlegen. Und dann wird dieses Fleisch hier reingestapelt. Am besten immer luftdicht, also große Stücke und dann die Sachen, die es für Hackfleisch hernimmt, die Hackfleischabschnitte dazwischen legen, dass so wenig Luft wie möglich drin ist. Und dann schlichtest du auch bis circa hierher. Und dann kommen diese Boller hier drauf. Die haben wir gekriegt. Die werden bestimmt ihre 15 Kilo haben, hätte ich jetzt mal so gesagt. Die kommen dann da drauf. Die schließen natürlich perfekt mit den Boxen ab. Insofern perfekt, dass die da exakt reinpassen mit der Millimeter Luft. Und dann bist du ungefähr hier mit deinem Deckel und dann füllst du das auf mit Leitungswasser. Ganz wichtig, Leitungswasser, weil Kohle, Entschuldigung, oh, ganz zurückspulen.
Kohlensäurewasser, mit Mineralwasser. Kohlensäure ist da ganz, ganz wichtig. Sollten sich doch irgendwo mal noch Keime befinden, dann werden da zumindest die kleinen abgetötet. Und ja, der Wasserrand muss natürlich auch sein, weil es soll natürlich auch luftdicht abgeschlossen sein. So, was passiert dann? Dann ist es erstens mal unter Druck, das Fleisch. Das ist schon mal das eine. Es ist kein Sauerstoff dran und dann beginnt in dem eigenen Saft die Reife. Und da entstehen, also das ist ja jetzt, eigener Saft klingt blöd, das ist jetzt ist nichts Verwerfliches, nichts Ekelhaftes, das ist super. Da finden dann diese ganzen Reaktionen statt, damit dieses Fleisch reift. Es entsteht beispielsweise genauso diese Milchsäure wie im Beutel, aber die kann raus. Also alles, was da drin unerwünscht ist, geht raus. Durch den Druck und durch das, dass es ja im eigenen Saft ist, wird es in die Zellen, bleibt es auch in den Zellen. Du hast dann danach also keinerlei Flüssigkeit in diesem Behälter. Es ist weder trocken, noch ist es zu feucht da drin. Und dadurch bleibt dieses, durch diesen Druck auch das Wasser in den Zellen. Also das verliert null Wasser, wenn du es dann in die Pfanne haust. Geschmacklich ist es einfach nur das Fleisch, also nur das, was du haben willst. Und es ist butterzart. Also das Fleisch kann es teilweise zerdrücken. Wirklich richtig, richtig geil. Ich habe lang gezittert, weil wie lang bleibt es da drin? Minimum 4 Wochen. Also ab Woche 3 oder in Woche 3 finden da ganz wichtige Prozesse statt. Das heißt, kürzer kannst du es gar nicht machen. Und du kannst es, also wir haben es jetzt 5 Wochen drin, das kannst du bis zu 8 Wochen reintun. Dann, ganz, ganz wichtig, während der ganzen Reife niemals öffnen. Niemals. Dann ist der Reifeprozess unterbrochen. Wenn es unter den 3 Wochen ist, hat er gar nicht stattgefunden. Das heißt, wenn du es aufmachst, dann musst du es entnehmen. Hast 7 Tage Zeit, kein Thema. Also das ist sogar auch nochmal ein Vorteil, dass du wirklich portionsweise die Sachen auch rausnehmen kannst. Aber es ist diese Reife unterbrochen. Also wenn die noch nicht stattgefunden hat, dann kannst du dann immer zumachen. Was weiß ich, nach 2 Wochen gucken, oh, geht es ihm vielleicht noch gut? Nicht gut. Genau, das haben wir jetzt gemacht. Ich bin ultra begeistert. Also wie das Fleisch da rausgekommen ist, perfekto. Das wollte das Fernsehen natürlich auch noch sehen. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt muss man das ganze Zeug natürlich sauber machen. Grob habe ich es in der Metzgerei schon gemacht. Jetzt wische ich es einfach nur mit einer Lauge, mit einer Seife, mit einer Schmierseife aus. Und vom nächsten benutzen wir es dann natürlich nochmal desinfiziert. Dürfen keinerlei Keime da drin sein. Ja, also ich habe echt wegen Zittert 5 Wochen in einem Behälter. Und natürlich auch bitte nur unter 2 Grad, also maximal 2 Grad. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig bei der ganzen Sache. Ja, da mache ich die jetzt noch alles sauber. Dann können die nochmal trocknen bis zum nächsten Schlachten. Nächste Schlachten, ja, hängt ein bisschen vom Fernsehen wieder ab. Weil wir natürlich auch ein bisschen Munition aufheben müssen, wenn dann das ausgestrahlt wird. Kommt wahrscheinlich nächstes Jahr im April, wollen sie. Der BR will, dass es im Sommer losgeht, die Produktion, dass es im April losgeht. Ja, und dann 8 Wochen lang kommt dann diese Staffel und an einer dieser 8 Folgen sind wir mit dabei. Gut, dann mache ich jetzt noch sauber und ja, war jetzt zwar heute, es ist wirklich im Moment Schatten und Licht und alles auf und ab. War super heute im Fernsehen wieder, war super, dass das Fleisch so gut geworden ist. Ja, aber heute Morgen haben wir noch einen kleinen anderen Zwischenfall. Dazu gehen wir mal hoch auf die Weide. Und da sieht man es jetzt dann einfach, wer noch fit ist und wer nicht. Aber die Truppe schaut schon deutlich besser aus. Kommt! Komm! Servus ihr zwei, hey, ihr kriegt immer nichts bei den anderen. So, die beiden kriegen hier noch. Dann seht ihr das Auge. Das ist ein Zeichen von Blauzunge. Ich fütter mal die Yaks mit viel Energie. Sieht man auf der GoPro einen Regenbogen? Ja, man muss ihn sehen. Der ist von der Elisabeth. Wir haben heute Morgen
wieder die Tierkörperbeseitigung anrufen müssen, weil heute Nacht die Elisabeth eingeschlafen ist und nicht mehr aufgewacht. Die hatte jetzt ja auch Blauzunge. Hat, wie ich schon mal gesagt habe, am schlimmsten die Mütter erwischt. Die Elisabeth ist auch die, deren Käppchen drauf ging. Und die lag eigentlich nur noch, lag viel. Und jetzt die letzten zwei Tage lag sie sogar fest auch. Und ja, da hinten sieht man noch so Flecken, wo sie sich wirklich dann im Liegen noch gefressen hat und gesoffen hat. Und die war, ne, die Anzeichen, sie hat immer gefressen, immer Appetit gehabt. Aber ja, irgendwas, der Körper hat nicht mehr mitgemacht. Vielleicht war es am Ende Sepsis, dass wirklich die Darmschleimhaut angegriffen war. Sie hat da Koliken gehabt im Bauch, Darmbereich. Ja, wir haben jetzt viel die letzten Tage gemacht. Und hatten gestern Abend schon überlegt, einen Tierarzt zu holen und haben es dann nochmal sein lassen. Und ja, heute Morgen haben wir es dann auf natürlichen Wege machen lassen. Ich hoffe, es war nicht sehr qualvoll für sie. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr unsere zwei besten Kühe verloren. Beste nicht im Sinn von Leistung, sondern im Sinn von Umgang, von ja trotzdem auch Geißenkälbchen, und war einfach super. Tja, ist so. Lebe geht wohl irgendwie weiter. Jetzt kriegen die anderen noch. Das ist jetzt natürlich wichtig, dass sie jetzt Energie kriegen. Die kriegen jetzt auch mehr als sonst. Also die kriegen jetzt täglich hier ihre Ration, um einfach gestärkt in der Phase, wo sie krank sind, was zu haben. Ich mache das jetzt mal und dann sage ich wieder weiter. Jetzt sind alle versorgt. Ja, energiereiches Futter ist jetzt notwendig, damit die sich wehren können. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 100% Befall haben. Ja, ich habe euch da aus der anderen Herde vorhin die Nelly-Nummer gezeigt. Wo ist der Silvano? Silvano ist hier. Sieht mir auch nochmal am rechten Auge von ihm. Ja, jetzt ist ein wenig dunkel hier. Also sie sind alle einfach relativ langsam. Hier die Sarah hat es auch erwischt. Er auch. Also haben tun sie irgendwie alle. Man merkt, dass sie langsamer sind, dass sie mit den Augen ein bisschen was haben. Aber so richtig krasse Anzeichen, wie wir es bei der Elisabeth hatten, dass sie wirklich nur gelegen war und so weiter, das haben wir Gott sei Dank nicht. Wir haben einen leicht dünnen Stuhl, aber es ist vielleicht auch, weil die Weide sehr, sehr frisch ist. Kann auch noch mit dazu kommen, deswegen auch Heufütterung noch mit dazu. Die Julia, die Schwarz-Weiße, die hat es auch gescheit erwischt, war auch frisch, hat auch frisch gekalbt, relativ frisch. Ja, deswegen, aber die ist schon wieder deutlich, deutlich besser beieinander. Die hatte auch zwei blinde Augen, hat es jetzt nur ein bisschen an einem, das kann auch wieder weggehen. Deswegen, was ist da drauf? Da. Ja, so ist der Stand bei den Yaks. Danke für alle Genesungswünsche. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ich bin frohen Mutes, dass es das jetzt war. Sind alle noch krank? Ich hoffe aber nicht, dass wir noch irgendwas verlieren. Schaut jetzt aber gerade nicht danach aus. Gut, auf geht's zu neuen Ufern. Ich mache mir jetzt Holzsägen. Ich habe eine kleine Bestellung Holzsiebensteher auf ein paar Mal. Das sollten noch so, was weiß ich, 2-3 Steher oder was sein. Da lade ich mir jetzt mal 2 auf. Und dann werden die gesägt auf Scheidler. Der hat seinen Hänger schon gleich hingestellt. Das heißt, die kann es am Hänger schmeißen. Ja, dann legen wir mal los. Ist noch Buche gut abgelagert. Alles super. Passt, das Wetter perfekt dafür.
mal, die ersten zwei Stehe sind doch ein bisschen mehr. Also vier sind es auf jeden Fall. 4,5 oder was. Super, dann fahren wir es rauf zum Seng. Oh. Helm auf und dann legen wir mal los. Laden wir Holz auf, oder? Dann packe ich euch jetzt hin. Na, schauen wir lieber nochmal, bevor wir den anderen Stapel umschmeißen. Ja. Ja. Entschuldigung. Ah, schaut nicht schlecht aus. Dann lege ich mal Hölzer hin. Warum ist jetzt der so ein bisschen umkippt? Ah. Wetscher, wetscher. Passt. Problem ist aber, ich krieg wahrscheinlich die ganzen nicht drauf. Ich muss wahrscheinlich zweimal fahren. Ich habe den Stapel noch, der kommt jetzt auch in die Mitte, weil er am instabilsten ist. Gesichert habe ich es mit so Packbändern. Und dann habe ich die und die noch. Die kommen ins Dorf, die werden separat irgendwo entweder geholt oder ich fahre es hin. Ja, dann laden wir jetzt mal den hier auf. Und dann schauen wir mal, was wir noch davor bringen. Das ist ärgerlich, weil man dann mit irgendeinem kleinen Halbhänger dann herfährt.
Holz ist drauf, das werden wir am Dienstag fortfahren. Jetzt habe ich es leider aufgeladen. Na, jetzt bloß nur die zwei. Da kriegst du nicht vernünftig was drauf, dass die Bohr dann auch hält. Da nochmal welche draufstellen, das ist kritisch. Das soll ich mir auch nochmal neu einpacken. Die Planer, das hätte ich auch gemeint, dass die länger halten. Das sind jetzt 2 Jahre oder was gehalten. Und jetzt alles zerrissen. War aber das Problem, dass hier dieser Abgrund war. Ich werde die Stapel jetzt wieder trennen. Einmal hier große Plane drüber, hier kleine. Mache ich wahrscheinlich in 2-3 Tagen, weil ich hoffe jetzt einmal, dass er mal ein bisschen abtrocknet. Das ist nass wie Sau. Nur noch mulchen. Das, ich habe ja nicht mehr gemäht, ich habe ja kein Silo mehr gemacht. Deshalb mulche ich das noch ein. Das würde ich jetzt eigentlich auch gerne machen. Aber ich weiß nicht, ob es Montag langt mit dem Abtrocknen. Mit Dienstag regnet es schon wieder. Aber heute ist jetzt Samstag. Heute wird nicht mehr viel regnen. Sonntag wird es nicht mehr viel regnen. Oder gar nichts. Keine Ahnung, ob es passt. Werden wir sehen. Gut, liebe Leute, ich habe es geschafft. Da ist nochmal der zweite Hänger, den wir schon mit Brennholz voll haben. Der ist schon geholt. Der wird heute auch wieder geholt. Dann können wir nochmal was drauf tun. Und dann haben wir es. Jo, dann machen wir einfach weiter wie bisher. Hoffen, dass das nächste Mal noch genauso viel Jacks da sind wie jetzt. Und dann schauen wir weiter. Leute, ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Klickt auf Gefällt mir, kommentiert fleißig und abonniert, dann verpasst es auch nichts. Also, hau weiter.